aber mir geht's ja gut. Ja, dann hoffen wir jetzt auch einfach mal, dass die scheiß Werte besser werden. Deutlich über 90 cm Bauchumfang. Und das muss man sich mal überlegen, wie viel das eigentlich an Wasser gewesen sein muss. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ihr seht so ein bisschen an meinem Gesichtsausdruck, es ist so ein bisschen Freude und eigentlich innerlich spüre ich nur Freude, aber ich bin einfach durch. Ich bin einfach durch. Diese ganzen letzten Wochen hier haben mich wirklich an den Rande meiner Kräfte gebracht. Ich wollte euch nicht vorenthalten, dass etwas passiert mit diesem Kanal hier und auch schon jetzt gerade quasi brandaktuell passiert ist. Nämlich, wir haben endlich die 1000 Abonnenten geknackt und dafür vielen, vielen Dank an jeden einzelnen von euch da draußen. Wirklich Wahnsinn, wie schnell es jetzt zum Ende hin auch dann doch noch ging. Das bedeutet, dass dieser Kanal eine kleine Änderung erfahren wird. Der ein oder andere wird es schon vermuten. Wir werden halt ab sofort, werdet ihr quasi, wenn es nicht sowieso schon manchmal passiert, das ist ja auch schon durch Zufall, habe ich gesehen, dass YouTube das schon von sich aus so ein bisschen steuert. Aber es wird passieren, dass ihr vor unseren Videos ab sofort den ein oder anderen kurzen Werbeclip sehen werdet, den ihr dann, glaube ich, nach 5 Sekunden überspringen könnt. Nehmt es uns nicht übel, aber ihr wisst genau, das Ganze muss dann auch irgendwie dann mal belohnt werden oder bezahlt werden. Ihr kennt es wahrscheinlich von anderen YouTubern nicht anders. Das ist ganz normal. Aber ich wollte euch zumindest darüber informieren und vor allem nochmal und auch in Sandras Namen vielen, vielen Dank für jedes bisschen Support, was ihr uns die letzten Wochen entgegengebracht habt. Da Danke sagen. Und es gab gestern ein ganz kleines Update. Das habe ich euch vorenthalten. Das lag aber auch daran, weil einfach die Zeit und der Moment nicht passte. Sandra war gestern zumindest schon mal für einen halben Tag zu Hause. Ich habe sie gestern späten Mittag ungefähr abgeholt. Und meine Mutter hatte ja ihren Geburtstag groß gefeiert, habt ihr mitbekommen. Und Sandra war zum Glück dabei. Also sie hat sich hier riesig gefreut und Mirko hat sich gefreut und meine Tochter hat sich gefreut und meine Mutter hat sich vor allem gefreut, weil wir sie damit so ein bisschen überrascht haben. Nur leider war es dann so, dass ich sie gestern Abend halt wieder ins Krankenhaus bringen musste, beziehungsweise stimmt gar nicht. Nicht ich habe das gemacht, weil ich ja auch die beiden Kinder mit dabei hatte und das wäre viel zu spät geworden, weil von hier bis in die Uniklinik und zurück, das ist ungefähr eine Stunde Fahrt und ich hatte einfach zu viel Angst, dass vor allem meine Tochter nachher im Auto einschläft und ich die dann gar nicht mehr ins Bett kriege. Deswegen war dann Sandras Mama so lieb und hat sie gestern Abend zurück ins Krankenhaus gefahren. Jetzt seht ihr, ich bin schon wieder angezogen, habe auch die Kiddies gerade angezogen. Wir haben jetzt, ja, so 11:30. Wir fahren jetzt zu meinen Eltern Mittagessen. Dann fahre ich wieder ganz schnell zu Sandra, bringe ihr noch ein paar Sachen vorbei. Dann hoffen wir sehr, dass sie morgen nach Hause darf. Eigentlich hätte sie das ja gestern gedurft, allerdings mit dem Nachteil, dass warum es nicht geklappt hat, war einfach der Grund. Ihre Pipi-Bilanz sah zwar ganz sauber aus, aber auf einmal stammte dort entstand da ein Entzündungswert im Blut, der doch schon ungefähr bei 80 lag, was den Ärzten einfach Grund zur Sorge gegeben hat, dass es vielleicht doch noch Richtung Lungenentzündung oder sonst irgendwas geht. Weshalb sie dann eben entgegen der ersten Annahme, dass wir gestern endlich dieses Kapitel Krankenhaus schließen können, das dann doch nicht dazu kam. Heute war dann der Entzündungswert, ist er wieder rückläufig gewesen, was den Ärzten natürlich ein gutes Zeichen gibt und auch normalerweise gesagt hätte, okay, mach's gut, viel Spaß zu Hause, hoffentlich auf nie mehr Wiedersehen, so ungefähr. Allerdings war dann jetzt das Problem, dass Sandras Pipi-Trinken-Bilanz gestern wieder nicht stimmte. Also sie hat wieder weniger ausgeschieden als zu sich genommen. Und deswegen müssen wir da heute nochmal abwarten, dass es heute besser wird und dann verschiebt sich dieser Entlassungstermin dann auf den morgigen Montag. Ich würde sagen, ich düse jetzt mit den Kindern mal los und dann melde ich mich gleich aus dem Krankenhaus mit Sandra wieder. Ich habe jetzt gerade ein lustiges Telefonat mit einem Kumpel von mir geführt.
dem wollte ich so ein bisschen Update geben von Sandra und auf einmal lachte so seine Frau im Hintergrund. Also, wenn ihr das jetzt seht, ihr wisst genau, wovon ich spreche, von unserem soebigen Telefonat. Soebigen, was ist denn das für ein Wort? Von unserem Telefonat soeben. Und dann lachten die und sagten, nee, wir wissen das doch alles schon, wir gucken ja eure Videos immer. Und das ist dann einfach lustig. Naja, ich bin jetzt auf jeden Fall im Uniklinikum angekommen. Hoffentlich das letzte Mal als Besucher in dem Sinne. Und dass ich dann morgen nur noch hier hinfahren müsste, um Sandra dann eben mitzunehmen. Und jetzt schauen wir mal, wie sie geht. Ich zeige euch dann jetzt mal den Blick, den ich seit gefühlt 2 Jahren, aber es sind ja jetzt auch schon fast 2, morgen wären es 2 Wochen, den ich jetzt jeden Tag genieße. Achtung. Schön, immer wieder in dieser Ecke zu sitzen und Sandra so zu sehen. Aber mir geht's ja gut. Ja, dann hoffen wir jetzt auch einfach mal, dass die scheiß Werte besser werden. Also der Entzündungswert ist ja besser geworden. Der ist heute wieder gut. Wenn der gestern einfach nicht hochgegangen wäre, grundlos, vielleicht war es auch so ein Ausreißer, dann hätte ich ja gestern nach Hause gedurft. Aber jetzt muss ich erstmal wieder Pipi machen und hoffen, dass nicht nur die Bilanz wieder gut ist, sondern dass dann auch morgen früh der letzte, bevor ich gehe, Blutwert, dass da auch die Entzündungswerte nicht wieder hochgehen, weil das wäre natürlich mies. Ein Tag hoch, ein Tag niedrig, ein Tag hoch. Ja. Der ist aber klein. Guck mal, wie klein der ist, der Müllteil. Ich guck mir gerade diese Händchen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Händchenroulade gesehen. Guck mal, wie klein der Müllteil ist. Oh, der ist aber süß. Ja. Und den darf ich haben? Mhm. Ich brauche nur den Löffel wieder. Wir haben Hunger. Ihr seht schon, es geht Sandra wirklich wieder gut. Also euer ganzes vieles Daumendrücken hat wirklich scheinbar auch ein bisschen mitgeholfen. Da ist Spinat drin, glaube ich. In der Hähnchenroulade? Ja, guck mal. Da ist irgendwie so drin. Ja. Ich werde es probieren. Sie lässt sich das jetzt erstmal schmecken. Ich gehe aber davon aus, dass wir es zeitlich heute nicht schaffen werden, spazieren zu gehen. Das heißt, Sandra muss dann alleine laufen. Weil ich will dann auch die Kinder wieder abholen und heute den Sonntag noch ein bisschen mit den Kindern verbringen. Weil das ja auch doof ist, wenn die jetzt einen halben Tag bei Opa und Oma sitzen. Aber ihr habt es gesehen, es geht ihr auf jeden Fall viel, viel besser. Und jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass die Blutwerte weiter besser werden. Bis morgen die Pipi-Bilanz, wie wir sie jetzt getauft haben, wieder besser ist. Damit das dann endlich ein Ende. Weil selbst die Frau am Empfang war eben so lieb und sagte, die kennen mich ja mittlerweile auch alle hier. Und ich sagte, ja, ich bin es langsam leid. Nach 2 Wochen sagte sie, ja, das glauben wir. Dann drücken wir jetzt endlich die Daumen, dass ihre Frau dann morgen endlich nach Hause darf. Und ich sage, ja, das wird auch echt Zeit. Es ist einfach Wahnsinn, wenn man sich das wirklich mal so auf der Zunge zergehen lässt. 2 Wochen Krankenhaus als Nebenwirkung einer künstlichen Befruchtung. Das ist echt heftig. Mein Sandra hat natürlich jetzt auch mit diesem OHSS Grad 4 natürlich die absolute Arschkarte gezogen. Da sind wir uns einig. Aber das ist seit 2 Wochen jeden Tag hierhin. Sie macht jeden Tag da den Mist durch. Und das alles nur, weil man sich ein Kind wünscht. Ne? Ich bin echt, ja, was das angeht, einfach sprachlos. Es ist traurig. Auf der anderen Seite, wenn es irgendwie zu einem positiven Ergebnis führt, ist es natürlich auch sehr, sehr schön. Ich mache mich jetzt auf den Weg, die beiden Kids wieder abzuholen. Werde dann auch noch eine Kleinigkeit bei meinen Eltern essen. Und dann werde ich dieses Video hier dann auch schon schneiden. Und das wollte ich euch eigentlich nur mal, ja, noch mal als Begründung auch dafür geben, warum wir dann eben jetzt Werbung schalten werden, sobald das hier alles durchgelaufen ist und akzeptiert worden ist und etc. Denn ihr merkt dann schon, dass es eine ganze Menge, oder nein, anders, ihr merkt es nicht, aber ich will es euch erklären, dass es halt nicht nur ist, ich halte mir das Handy ins Gesicht und rede ein bisschen und dann ist das Video bei YouTube online. Okay, ich sehe gerade, was, ich stehe echt wie ein absoluter Vollidiot. Voll auf der Straße. Naja, gut, hier ist ja zum Glück heute nicht so viel los am Sonntag. Aber das sollte euch, oder das wollte ich euch nochmal sagen, denn ich werde ja jetzt habe ich wieder den halben Tag mit euch gefilmt und habe euch mitgenommen und dann muss ich mich jetzt gleich zu Hause ransetzen, dieses Video einmal auf meinen Laptop ziehen, ins Videobearbeitungsprogramm gehen, das Video schneiden. Ich muss mir einen Titel einfallen lassen, ich muss die Infokarten machen, beziehungsweise diese Abspanne und so weiter. Also ich kann euch sagen,
wenn ihr hier, und das ist ja völlig kostenlos für euch, das ist ja das Schöne an YouTube, aber wenn ihr jetzt hier am Ende ein Video seht, was vielleicht 12, 14, 15, 16 Minuten lang ist, könnt ihr euch vorstellen, dass Sandra und ich dafür, ja, also jetzt mal das Filmen ausgerechnet, nur die reine Arbeitszeit danach, mit Sicherheit 2-3 Stunden nochmal nur am Videoschnitt und Titel arbeiten. Dann kommt das Filmen dazu. Also das sind schon einige Stunden an Arbeit. Und das ist eben der Grund, warum wir dann jetzt einfach ab sofort uns natürlich quasi, sobald wir die Möglichkeit jetzt dazu haben, auch dafür entschieden haben, Werbung zu zeigen. Also wir werden euch jetzt nicht mit Werbung bombardieren. Das wird nicht passieren. Aber die ein oder andere Werbeanzeige wird es dann einfach geben. Aber das werdet ihr alle kennen, weil wer YouTube seit Jahren nutzt, der kennt es eben. Schaue ich mir irgendein YouTube-Video an von einem etwas größeren Kanal, ist immer und überall Werbung. Ist ja auch nichts Schlimmes. Ich vermute mal, dass wenn ihr 10 Sekunden Werbung oder 15 Sekunden Werbung in einem Video sehen müsst, wird euch das nicht umbringen. Uns unterstützt es einfach und uns bringt es dann ab sofort auch ein bisschen Geld ein. Was halt auch für uns schön ist, dass sich diese Arbeit dann auch nicht nur in Form von Liebe und Unterstützung und Support durch euch, wofür wir wirklich nochmal unendlich dankbar sind, auszahlt, sondern auch einfach, dass wir ein paar Kröten daran verdienen und die ganze Arbeit eben nicht umsonst ist. In dem Sinne, ich sehe schon wieder, ich laber schon wieder 4 Minuten. Gesundheitsupdates-mäßig habt ihr jetzt, wart ihr eigentlich fast immer live dabei, bis auf das eine Mal, als Sandra gestern zu Hause war. Das habt ihr dann nicht mitbekommen, aber seht's uns nach. Wir mussten diese, ich glaube, es waren ja auch insgesamt, bis wir dann auf dem Geburtstag von meiner Mutter waren, nur irgendwie 3 Stunden oder so, die wir zusammen hatten. Und dann auch noch die Kinder, die wollten Sandra ja auch sehen. Und vor allem Mirko hat seine Mama vermisst, das ist ja auch ganz klar. Da wollten wir einfach die Zeit ein bisschen für uns nutzen und nicht unbedingt direkt wieder die Kamera draufhalten. Wobei Sandra sich ja zumindest kurz bei Instagram gemeldet hat. Falls ihr das noch nicht tut, findet ihr unten in der Videobeschreibung auch unseren Instagram-Kanal. Aber ansonsten, gesundheitsmäßig gibt es halt auch nicht viel mehr zu erzählen. Weil es geht Sandra, ihr habt es gerade selber gesehen, es geht Sandra augenscheinlich sehr, sehr gut. Und jetzt hoffen wir einfach, dass die Reproduktionsmedizin, zu der sie morgen früh nochmal muss zum Ultraschall, dem Ganzen keinen Strich durch die Rechnung macht, was das Wasser in Lunge und Bauch angeht. Wobei Sandra schon sehr, 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 sehr deutlich abgenommen hat. Also sie ist jetzt bei 53 Kilo und ein Bauchumfang, glaube ich, noch von knapp über 80 Zentimeter. Ich habe jetzt die Werte nicht genau im Kopf, mit denen sie eingeliefert waren. Es waren aber deutlich über 60 Kilo und ich glaube, es waren noch deutlich über 90 Zentimeter Bauchumfang. Und das muss man sich mal überlegen, wie viel das eigentlich an Wasser gewesen sein muss. Was natürlich auch erklärt hat, wie hundsmiserabel ihr es vor 2 Wochen ging, als sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Aber gut, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt, ihr werdet dieses Video dann ja erst um 18 Uhr sehen, einen wunderschönen Sonntagabend und eine ganz, ganz tolle Woche. Wir werden uns aber relativ zeitnah wieder im neuen Video melden und dann hoffentlich von zu Hause aus. Und auch wenn wir diese magische Grenze von 1000 Abonnenten jetzt erreicht habt, seid ihr trotzdem gerne dazu eingeladen, ein kostenloses Abo für unseren Kanal dazulassen und dem Video einen Daumen nach oben zu geben, denn die Reise soll nicht bei 1000 aufhören, sondern soll noch viel, viel, viel weitergehen, auch wenn wir uns eigentlich keine Ziele in dem Sinne gesetzt haben. Unser Ziel war es, die 1000 zu haben und die haben wir mit jedem einzelnen von euch da draußen endlich erreicht und dafür nochmal vielen, vielen Dank und jetzt sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I'm